Willkommen zurück zu einer neuen Folge ECS 2. Leider ist das letzte Video aus mir unbekannten Gründen schon nach 11 Minuten abgebrochen. Aber das ist nicht schlimm, dann mache ich jetzt einfach 20 Minuten in diesem Video. In den 5 Minuten bzw. 4 Minuten ist nicht viel passiert. Ich habe nur etwas über den Schnellauftrag und den Frachtmarkt erzählt. Das erzähle ich jetzt einfach nochmal. Hier beim Schnellauftrag, den müssen wir im Moment machen, da wir noch keinen eigenen LKW haben. Und den Frachtmarkt können wir benutzen, wenn wir einen eigenen LKW haben. Dann müssen wir auch selber ankoppeln und wir kriegen aber auch mehr Geld dann für die Touren. Und hier wird uns ein LKW gestellt. Dabei ist es auch egal, wenn wir mit dem LKW dann Schaden haben. An dem LKW ist egal. Es zählt nur der Schaden an der Fracht. Anders ist das natürlich beim Frachtmarkt. Wenn da dein LKW kaputt ist, ist er kaputt. Dann musst du ihn irgendwann reparieren. So. Ich habe jetzt eine Tour schon angenommen. Die fahren wir jetzt. Also wir fahren die meiste Zeit über See halt. Altverpackungen, 20 Tonnen nach Aalborg. Wir bekommen 2.252 Euro und ja, den Rest könnt ihr selber ablesen. So, dann mal los. Sehr schick hier die Gegend. Aber sehr froh, dass es wenigstens geklappt hat, überhaupt eine ECS 2 Folge aufzunehmen, da ich vorher ziemliche Probleme beim Aufnehmen hatte. Zum Beispiel, dass ich das Bild nicht hatte, aber den Ton aufgenommen wurde. Okay, wir haben Post bekommen. Sehr wahrscheinlich von einem LKW Händler. Sehen wir mal nach. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, als zertifizierte Händler von Mercedes-Benz LKW bieten wir eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen und wir können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen, die keine Wünsche offen lassen. Besuchen Sie uns doch einmal unsere Ausstellungsräume in Kalmar. Die Zugmaschine, von der Sie schon immer mal geträumt haben, könnte Sie hinter unseren Türen erwarten. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Mercedes-Benz-Händler. Ja, da werden wir wahrscheinlich drauf zurückkommen, da Mercedes sehr schöne LKWs hat, wie wir hier sehen. Ja, so, dann fahren wir jetzt mal auf die Autobahn drauf.
Okay, hier ist 80. So, jetzt muss ich hier rechts. So, hier ist ein Kreisverkehr, okay. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ihr möchtet, was ich für LKWs fahre. Dann können wir das sicher einrichten. Und ich fahre mal wieder zu spät, zu schnell. Weil wir uns das ja bei Schnellfrachten oder schnellen Aufträgen, einen LKW können wir uns dann aussuchen. Und da können wir jeden LKW nehmen, den es im Spiel gibt. Auch sehr schön sind die Volvos. Die kann ich auch ziemlich empfehlen. Also die sind auch ziemlich geil. Ja. Ja. Okay. Wie ich diese KI liebe. Okay, gerade hat's gebuggt. So, jetzt hier rein. So, jetzt fahren wir das erste Mal mit der Fähre. Da vorne steht sie. So, da fahren wir jetzt erstmal rein. Ab nach Frederikshafen. Kostet uns 993 Euro. So, das Tolle ist an den Fähren, dass man auch schläft auf der Fahrt. Seht, jetzt sind wir nämlich ausgeschlafen und können direkt weiterfahren. Wir haben nur noch 105 Kilometer vor uns. So, hier muss ich rechts. Wenn man den Platz hat, kann man den Platz ausnutzen. So, jetzt geht's links rum. Richtung Aalborg, wo wir hin wollen. Ups, jetzt hätte ich ihn fast angefahren.
Auch sehr nette Ampeln. Voll der Rennstart hier. Also die Projekte, die ich mit InStead zusammen mache, das sind The Forest. Wenn wir es schaffen, wenn wir es schaffen, Mitosis ho hochzuladen, weil da haben wir im Moment auch noch ein paar Probleme, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wenn wir das zusammenspielen, dann ist die Überlegung für League of Legends, was wir zusammenspielen. Und eventuell auch Emergency, aber das kommt, wenn, nächsten Monat erst. Also ich denke, wir werden auch jetzt bald mit League of Legends anfangen, aber das werden wir noch besprechen und ich fahre wieder zu schnell. Tempomat bei 80 rein. Es kommt dieser tolle Alarmton, dass wir zu schnell sind. So, jetzt müssen wir hier links rum. Oh, der Mercedes holt ganz weit aus. Nur damit ihr es wisst, ich werde auch Mods mit einbeziehen. Zum Beispiel ein Mod, den ich jetzt sehr bald aktivieren werde, ist der Xenon Light Mod, dass ich am LKW Xenonlicht habe. Und ja. Dann eventuell LKW-Mods. Und mal sehen. Ihr könnt ja Vorschläge in die Kommentare schreiben. Jetzt haben wir Leistungsverlust wegen diesem Berg. Aber das kriegen wir schon hin. Ich meine, wir haben ja auch nicht gerade wenig geladen. 20 Tonnen. Das ist schon ordentlich.
und jetzt sind wir schon bald da. Noch 12 Kilometer. Da steht auch schon das Schild Aalborg. Ja, die Ampel ist aus. Das heißt, wir müssen hier die Vorfahrt gewähren. Aber es kommt niemand, also können wir fahren. Wunderbar. Eine Nachtfahrt ist auch immer nett. Erster Aufenthalt in Aalborg. So, jetzt müssen wir hier rechts in die Firma. So, mal sehen, ob das genauso gut funktioniert wie letztes Mal mit dem Einparken. Aber diese Parklücke sieht ziemlich gut aus. Da kenne ich echt schwierigere. Oder noch weiß ich, wie viele LKWs dazwischen stehen. Beziehungsweise LKW-Trailer. Okay. Er sitzt da rum und keine Ahnung, was er macht. Naja. Ups. Das war falsch. Also nur damit ihr es wisst, der Mercedes, der hat vier Rückwärtsgänge. Ich wüsste nicht, dass irgendein anderer LKW noch vier Rückwärtsgänge hat. Also zumindest die, die nicht gemoddet sind. Oh je. Muss nochmal nach vorne. So gut wie beim letzten Mal klappt es nicht, aber es klappt. Passt doch. Wunderbar. Passt. So, hier sind wir 174 Kilometer gefahren, haben 78 Liter genau verbraucht, sind 15 Stunden 13 Minuten gefahren und ja, haben hier Bonus für das Parken bekommen, weil man das Parken auch überspringen kann. Haben wir nochmal 45 EP mehr bekommen. Ja, 2252 Euro sind Level 1 aufgestiegen. Wunderbar. Jetzt können wir hier Fähigkeiten aufwerten, damit wir mehr Geld kriegen. Zum Beispiel hier Fernfahrten, dann kann man längere Touren fahren. Hier steht das zum Beispiel, wenn man das auf Rang 1 macht, bekommt man Lieferung bis 350 Kilometer, bekommt 5% höhere Vergütung, also mehr Geld, über 250 Kilometer Strecken, 25% Erfahrungsbonus bei Lieferstrecken über 250 Kilometer und dann geht das halt immer weiter bis 1500 Kilometer und hier bei Rang 6 kriegt man dann Lieferung von einem Ende Europas bis zum anderen. So. Wir machen erstmal die Fernfahrten. Das hier ist zum Beispiel ADR, das ist zum Beispiel Öl und Benzin, also Gefahrenstoffe. Hier hochwertige Fracht, zum Beispiel irgendwelche ja, irgendwelche teuren Sachen oder so. Oder zerbrechliche Fracht wie Glas oder ähnliches.
Just-in-Time-Lieferung, dass man weniger Zeit hat, aber dann halt mehr Geld kriegt dafür. Oder hier sparsame Fahrweise, dass der LKW weniger verbraucht. Ja. Einmal anwenden. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt auch unsere 20 Minuten voll. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da oder auch ein Abo.